Meine Eindrücke vom heutigen Event Ultimo in Hamburg sind also erstmal sehr, sehr positiv. Ich bin das erste Mal dabei. Ich bin jetzt dieses Jahr das dritte Mal schon mit dabei, letztes Jahr im Europapark. Man erlebt immer wieder dieselben Thematiken von anderen Firmen und der Austausch, der ist eigentlich wirklich super. Was ich am besten, am wichtigsten finde, ist das, was ich höre, die Vorträge. Man hört eigentlich ähnliche Probleme, ähnliche Dinge, die man bei uns lösen muss, in anderen Werken, in anderen Industriegebieten. Und dieser Erfahrungsaustausch ist für mich Gold wert. Von den heutigen Vorträgen hat mir der Vortrag von Zenit am besten gefallen, weil dort auch die Ultimo BI-Schnittstelle mit eingegangen wurde, weil man damit sehr gute Auswertungen fahren kann über die Arbeiten der Instandhalter und auch die Probleme an seinen Anlagen ganz gut analysieren kann. Ich freue mich auf das, dass ich für Ultimo interessante Tipps geben kann, wie man die Software noch verbessern kann, wie man vielleicht auch für gewisse Industriezweige, was weiß ich, Spezialitäten einbauen kann, sage ich mal so. Was mitnehmen kann oder mitnehmen werde, ist auf alle Fälle wieder die Eindrücke über den Austausch mit anderen Firmen. Hoffentlich auch im Nachgang dann, wo man es wieder vernetzen kann, sich austauschen kann und dann damit auch sein System wieder weiter voranbringen kann und verbessern kann. Die wichtigsten Punkte, die ich heute mitnehmen werde, ist, dass ich höre, wie andere Firmen, andere Industrieteile, Gebiete Ultimo implementiert haben, wie sie es anwenden und vor allem, was sie damit erreichen, welche Ziele sie sich gestellt haben und was sie eigentlich durch den Einsatz von Ultimo alles, sage ich mal, verbessern können, konnten, werden und auch in Zukunft möchten. Ich würde auf jeden Fall wiederkommen, weil uns dadurch schon sehr viele Verbesserungen im System gelungen sind. Einfach nur, weil man mit dem anderen Kunden gesprochen hat und Sachen für seine Firma adaptieren kann.